Slow Fashion bedeutet für mich ein langsameres und bewussteres Arbeiten. Der Begriff Slow Fashion beinhaltet auf jeden Fall für mich eine Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet, dass man Sachen länger tragen kann, dass Sachen länger halten, dass die Qualität der Sachen im Vordergrund steht. Und das bedeutet halt, dass es auch slow gemacht wird. Das Wort finde ich schon mal sehr schön, weil es einfach etwas aus der Modebranche rausnimmt, was total zu ihr gehört, dieser unglaubliche saisonale Stress, etwas zu produzieren. Slow Fashion steht für zum Beispiel regionale Produktion, für Kleinserien, für nachhaltige ökologische Materialien, für faire Arbeitsbedingungen und für die Verlangsamung generell. Das Thema vom heurigen Award ist Recycling, wie in Agadez. Und das ist deshalb, weil unsere Projektpartnerin, die Ursula Kermer, aus dem Niger, aus Agadez, Textilien mitgebracht hat, die die Designerinnen dann in Wien zur Verfügung gestellt bekommen und redesignen. Ich habe versucht, einen Querschnitt durch die Alltagskleidung mitzubringen. Das sind teilweise Festtagsgewänder, aber auch Alltagskleider, Hauskleider. Ein Kindertragetuch ist dabei. Wir haben uns folgende Stoffe ausgesucht, und zwar eine Tasche aus Ziegenleder und dieses Outfit einer afrikanischen Dame. Ja, wir sind spezialisiert auf Taschen. Bei unserem Projekt fertigen eben Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren Taschen aus hauptsächlich Recyclingmaterialien, ebenso wie diese auch. Und da passt es ganz gut, dass wir mit afrikanischen Materialien arbeiten und sie einer neuen Bedeutung wieder zuführen können. Also die Stoffauswahl ist eher untypisch afrikanisch, nicht mit diesen klassischen Musterungen. Und ich werde es auch in einer eher unüblicheren Art zu Accessoires verarbeiten. Ich denke mir, eine der wesentlichsten Voraussetzungen ist, dass die Teilnehmerinnen sich einfach auf dieses neue Thema einstellen müssen und in einem relativ kurzen Zeitraum unseren Vorgaben, den Ausschreibungen des Awards entsprechend, einen Prototyp zu produzieren. Unsere Arbeit besteht ja auch großenteils darin, Netzwerke zu bilden, um Raum für Austausch zu schaffen. Es ist ja oft so, dass die Modemacher ganz allein vor sich hinarbeiten in den Ateliers oder Studios oder Läden, und wir schaffen dann einfach eine Plattform. Wir haben ja klare Kriterien gehabt bei der Juryvergabe, und es waren einfach einige Entwürfe dabei, die herausgestochen sind an Originalität oder auch Qualität oder auch an Zeitgeistigkeit, wo man dann einfach sagt, ja, das hat Potenzial, wenn man es produzieren lässt, wenn man es verkaufen will. Slow Fashion ist wirklich so, wie wir jetzt arbeiten. Wir treffen uns, wir versuchen, die Hintergründe aufzuschlüsseln und uns damit zu beschäftigen und dann etwas Neues zu kreieren. Bei Slow Fashion, denke ich, geht es darum, den Dingen wieder Charakter und Seele zu geben. Jeder trägt Kleidung, jeder ist permanent nahezu 24 Stunden von Kleidung und Textilien hautnah umgeben. Und Slow Fashion und lokale Produktion liegt absolut im Trend und muss einfach ein Muss werden. Thank you.